Und auch die hier. Mann. So, boah, Alter. Mann, ey. Den Driver Booster geht mir auf den Sack. So. Das hat mir gerade echt in die Aufnahme reingefunkt, hat sich das System ja fast aufgehangen, deswegen. So. Wir sollen die da hinten wegmachen wahrscheinlich. Genau. Komm. Und Lehm ist auch immer sehr gut. Sehr, sehr gut. Ey, endlich. Ich hab's endlich weg, den Scheiß. Genauso wie hier. Das stört alles. Das sieht so scheiße aus. Aber dafür mal Lehm. Oh, ist das schön. So. Und hier auch. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir gleich Ordnung hier. So, auch hier. Wenn das Gestrüppel mir nicht ständig in der Nase rumhängt hier. War jetzt immer schwierig, etwas zu sehen. So. Da hinten ist auch noch etwas. Hier ist auf jeden Fall noch was. Mal gucken. Und da ist auch noch etwas. Cool, jetzt muss ich nicht mehr außen rumlaufen, sondern kann einfach mal quer durchgehen. Das gefällt mir. Sprich mit Scar. Und der ist bestimmt in seiner Hülle. Ja, wa? Da kann ich rüberlaufen. Endlich. Endlich sind die Wege frei. Tschüss. So, hier auch weg. Und hier auch weg. Wenn schon, denn schon. Gleich alles richtig machen. Sag mal, Alter. So. Das Ding hier auch. Haben wir das übersehen die ganze Zeit? Und da hinten die Truhe, die nehmen wir natürlich mit. So, öffnen. Gut, Kleidungsstück. Ist in Ordnung. Und jetzt müsste jetzt gar drin sein. Dann geht man das jetzt mal ab hier. Cool. Das gefällt mir. Jetzt haben wir nur noch das hier. Jetzt haben wir das Problem. Christoph ist da und der pennt. Und der pennt. Und die hängt mir hier auf der Pelle. Wir können also jetzt nichts mehr machen. Im Moment bin ich hier total flachgelegt. Weil wir können nichts machen, weil Christoph ist da und pennt und pennt und lässt mich nicht rein in seine Gefilde. Was natürlich doof ist. Aber wir können jetzt eins machen. Ich kann ja mal gucken, was wir erhalten haben. Jetzt haben wir haben jetzt so viele Quests hintereinander abgearbeitet. Das ist echt krasses. So. Gut. Ich lege jetzt noch die Sachen schnell ab und dann. Ja. Es war heute auch Feierabend. Wie gesagt, ich habe einiges geschafft. So. Na, Blumen habe ich nicht. Aber Erde und so weiter, das kann alles jetzt hier rüber. Ich guck mal hier erstmal hier rein. Habe ich jetzt genau, das ist wichtig. Holz, weiß nicht, wann ich das mal so richtig brauche, nicht brauche. Steine. Habe ich noch etwas hier, was ich jetzt, was hier rein kann? Genau, die Erde. Aber so, hier oben war doch noch ein Stein. Der geht aber nicht mehr hier rein, aber da bestimmt war. Genau. Und die kann ich ja nicht verkaufen, die kann über sonst was machen. Da gehe ich jetzt mal da drauf. Ja, es geht jetzt mal alles raus hier.
bis auf dieses questrelevante Buch. Und das ist das Einzige, was noch offen ist. Jo. Ich speichere jetzt erstmal ab. Freue mich, dass ich das hier soweit geschafft habe. Bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, macht einfach mal ein Abo, Like oder Kommentar. Bis dann erstmal noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Tag. Hallo, erstmal herzlich willkommen. Fängt schon mal gut an. Erstmal herzlich willkommen. Genau. Wir haben hier irgendwie noch Buch der Porträts. Buch der Porträts. Okay, Suche nach dem Gegenstand Buch der Porträts. Da es sich um Anna handelt, wird es wahrscheinlich auch in Annas Haus sein. Weil da hängen ja sowieso so, die schafft es ja nicht mal ihre eigenen Bücher in ihrem eigenen Haus zu finden, da muss ich ja mal kommen. Ja, manchmal frage ich mich, wie die Charaktere überhaupt den nächsten Morgen überleben hier. Ist schon manchmal merkwürdig. Diese Kreaturen hier. So. Dann wollen wir mal. Ach, hier ist schon wieder so eine Grabungsstelle. Ach ja, wir wollten noch Elsa mitnehmen zum Angeln. Da war ja irgendwie so eine Mission. Aber erstmal machen wir erstmal Anna glücklich. So. Indem wir ihr Buch finden, das bestimmt vor ihrer Nase liegt, wenn sie reinkommt. Aber sie es nicht findet, weil sie eine Firmenbrille auf hat. Gut. Hast du irgendwelche Probleme? Ja, ich musste gerade überlegen. Jahresabbuchung für eine verstorbene Person, die schon seit 3 Jahren tot ist. Also echt krass. Was erwartet mich noch alles? Gut. Sie kann es auch nicht finden. Das liegt auf dem Fußboden. Sie kann nur drüber fallen. Hi. Ja, Ordnung ist das halbe Leben, wa? Aber was soll's, ich kriege ja dafür was. Besorge Elsa die Gegenstände. Geburtstagsurkunde wollte ich gerade sagen. Geburtstagkuchen. Okay. Dann wollen wir mal. Das ist bestimmt hier in dem Buch drin, ne? Der Geburtstagskuchen. Dann lass uns mal gleich wieder in die Küche, da wo ich hingehöre. Glück, dass es die Pause. So. Ja, da bin ich ja ganz froh drüber. Ja, gestern bin ich der letzte Gruppe losgeworden. Bin ich ganz froh drüber. Das E-Mobil. Ich wusste sonst nicht, wo ich das hier hinstellen sollte in unserer Buchte. Aber gut, ich bin sehr losgeworden. Und ja, bin erstmal froh. Es ist erstmal nichts zu machen. Und jetzt bin ich erstmal relativ erleichtert, dass ich hier ganz gut vorankomme mit allen drum und dran. Wir haben eigentlich alles da. Wir brauchen Kokosnüsse. Ne, Kakaobohnen. Genau. Das hier. Dann haben wir Getreide. Hier. Das hier Weizen. Was ist denn das dann hier? Reis war das gewesen. Dann brauchen wir Eier. Gut, dass ich so viele gekauft habe. Und das. Eier kaufen kann. Ja, hier kann man jetzt neuerdings, seitdem die komische Ratte da ist, wo das Gesundheitsamt normalerweise jedes Restaurant schließen würde, jetzt auch Eier kaufen und Butter und ach dies und das und jenes. Bringe Elsa den Geburtstagskuchen. Aber klar doch. Hier, hast du alles. Komm rein in die Schnauze und sei glücklich. Bei uns sieht es aber auch aus wie 365 Tage nicht gereinigt, denn ich habe heute ein paar Malarbeiten gemacht. Das Schlimme ist, wenn man die ganze Zeit in der Küche kocht, dies und das macht, die Wände werden einfach mit der Zeit innerhalb von
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.